gefunkt? Nein, hat er mich an. Hab ich verbrannt. Mhm. Er ist in Richtung mit dem Coin Barton. Ja, das kam nicht durch. Mit dem Coin, ja, ist gut. Laden vermutlich rechts rum und sich. Ah, ne, weiter in Richtung Kontakt fällt in Richtung Assistance. Assistance vorbei. Merkt sich Kontakt verloren. Ja, sich Kontakt verloren. Ist in Richtung Assistance. So, Schleichfahrt. Da fährt der Pool mit daher. Oder was für Assistance, ob du ihn hier verlieren kannst. Da vorne ist schon der S-Klasse, die dabei war, oder nicht? Da links? Ja, nee, nee, das sind unsere Leute. Ich fahr mal dahinter. Unsere Leute? Nein, nein, nein. Rechts, rechts, vor uns rein. Das sind unsere hier. Assistance Richtung Midi-Point. Assistance Richtung Midi-Point. Alter, doch, unsere Leute. Ja, das sind unsere, ja. Ja, schrei doch nicht so, Digga. Was ist denn mit dir, Digga? Fährt hoch in Richtung Starnsbank. Rechts gerade aus zu Meeting Point Bank. Rechts vorne, Meeting Point Bank. Links ab in Richtung Tower. Fährt gerade aus, biegt vorne rechts ab in Richtung Autobahn. Geradeaus, dann gleich noch ein. Bitte rechts, noch ein? Rechts ab links. In Nein, geradeaus, noch ein. Nicht hier lang, geradeaus. Ja, da war er. Ja, hier rechts. Ja. Die Verweiter mit dem Tankstelle. Boah, Junge, ich hatte gerade im Kopf, was ich alles gehabt. Ja. Biegt wieder links an, in Richtung fährt auf die BRB auf. Okay, ja. In Richtung West-BRB. Ist da vorne BRB hoch. Ja. Fährt links in Richtung voll auf der BRB. Vielleicht wieder sich stellen. Wahrscheinlich. Ist man wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ja, es ist hier Tankstelle, näher Assisten. Ah, fuck, ah, man den. Naja. Fährt in Richtung Grove Street. Ja, warte, ich gebe aber warum alles. Fährt durch in Richtung ehemalige Feuerwehr. Ja, bleiben wir mal kurz auf der Autobahn, ne? Ja, wie das auch fast kein Sichtkontakt mehr. Ja, der muss den Schuss abfahren. Hier. Soll ich hier abfahren? So. Mal schauen. Aber links. Was ist die nächste Garage hier? Der wechselt wahrscheinlich Auto. Markieren wir nächste Garage. Meinst du? Dann, warte mal, fahr mal. Fahren wir hier links in die Garage und rein. Naja, hier unten. Hier unten links rein, da weißt du. Achso, bei den Gleisen? Ja. Okay. Wo du mit der Zaubstelle Rot weggebittet hast. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gedächtnis hängen geblieben. So, fahr mal rein, du musst reinfahren schon. Du musst schon in das Tor. Das Tor da. In die Garage. Los Santos Customs. Alter, da sind ja niemals neben drin. Vielleicht. Doch, da waren schon ganz ist, oft. Ist ein gutes drin. Versteck. War eigentlich wirklich, nice, ja. Alter. Das wäre krass, wenn das jetzt im sich beratet hätte, Junge. Und einfach unter der Schuss, Alter. Ja, da hätten wir voll die Salbe in die Fresse bekommen. Beim Auto mit einem Insassen, der auch dabei war, Meeting von Garage. Ja, ja. Ja, ja. Voller Reus das, ne? Der hier, ne? Ja, ja. Ja. Finanzke, stoppen Sie Ihr Kraftfahrzeug! Ja, fahren Sie schon BAB. Ich hab mehr PS, wird mir stinken, ne? So, fahren geradeaus durch, mit dem Casino BAB gleich. Oh ne, ich fliege gleich Kopfschmerzen, weil ich brauche nicht in den Bereich gleich, oh nein. Boah, Digga. Wird los, der zieht uns jetzt weg, Kopfschmerzen. Bodenlos. Geradeaus, geradeaus. Der hat Unfall, oder? Ja, ja, nein. Ja, der hat halt einfach umgebaut. Ja, der Täter hat um. Ja, doch, der Täter hat Unfall hier. Der läuft kein Fahrer. Doch, bleib stehen. Zwei Insassen. Fernsböll, ich möchte die Hände sehen, ja? Keine Faxen machen. Die Hände aufs Lenkrad. Nee, grad nicht. Hallo, geht's Ihnen da drin gut, soweit? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Ja, können Sie mich hören. Ja, einfach tief berufen, aber Rettungsdienst, die Person ist anscheinend nicht beanspruchbar. Ja, trotzdem auf einen Schutz ab. Der bringt sich heute noch selber um, der Junge. So, Heini, ich pack mal kurz mit an, wir ziehen da unten raus so ein bisschen. Jo. So. Ich war wieder an Costa. Ja, ja, so.
Boah, ist der fett. So. Ich mach Puls, du fängst jetzt schon mal an zu drücken. Kawasaki, wo ist der Rentner? Weiß nicht, Rentner ist nicht mehr anwesend. Achso, weil der hat ein Medikament dabei. Ja, gut. Hast du einen intravenösen Zugang dabei? Ich hab gar nichts dabei. Nur der Linie. Ich verstehe das hier anders nicht, alles klar. Ich auch nicht, ich hab nicht auch keine medizinischen Sachen mehr dabei. Das ist nicht so knorke jetzt, ne? Hat eine Signalfrequenz, Heinrich. Ist das gut? Ja, ist okay, es geht besser, aber es ist okay. So, ich mach schon mal die Wundversorgung von offenen Wunden. Ich drück hier einwandfrei, das glaubst du gar nicht, wie ich hier gerade am Drücken bin. Da kommt auch die Landespolizei. Aber pass auf den Typen im Fahrzeug auf, ne? Wenn der Faxen macht, immer schön, ne, bereit sein, ne? Ja, vielleicht sollte uns auch einer sichern. Aber wäre nur so eine Idee. Ja. Aber wenn jetzt rein drückt. Dann drück mal weiter. Hat hier einer von euch einen intravenösen Zugang und Epinephrin oder Paracetamol oder Narcell? Ich hab, ich kann mal gucken, ob ich Paracetamol hab. Ja, und eine Epinephrin bringt jetzt nichts. Hat der Narcell? Nein. Was? Ja, okay. Ich bin in Wiesbaden. Ich bin zwar Rettungssanitäter, aber nicht kein Arzt. Ja und? Hä? Du musst doch kein Arzt dafür sein, hä? NFS einfach, hä? Das sieht beschissen aus. Kurze Frage, rein theoretisch nur. Ja. Wenn ich jetzt die ganze Zeit durchdrücke und der Rettungsdienst kommt erst in 20 Minuten, würden wir ihn trotzdem noch hinbekommen? Ja, das klappt. Okay. So. Huch. Jo, der ist auch reanimationspflichtig, ne? Ja, danke, dass die ganzen Beamten uns hier helfen oder so. Hat sich ja wohl bald ausgeschnäbelt. Das waren bitte. Ja, wo sind eigentlich die ganzen anderen Beamten hin? Nur so als Frage. Ja, die suchen diesen anderen Wagen. Ja, ich habe auch nichts, um die Blutung zuzumachen. Der hat noch eine 26er-Sequenz, aber der läuft da aus wie ein Schwamm, den man ausdrückt, ne? Durchdrücken. Ja, mein Gott. Da tropft. Oh, jetzt tropft hier alles durch, ist Stift. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn ich ehrlich bin. Ja, hör auf, Heinrich. Macht hier keinen Sinn mehr? Nein. Weil. Ich schau mal noch, was wir dabei haben. Das macht keinen Sinn. Weil Rettungsdienst kommt nicht in absehbarer Zeit. Und wir kriegen die auch, wenn wir die hier bekommen würden, würden die direkt wieder umkippen. Wir haben auch nichts mit der Stadt zu stabilisieren. Taylor, das macht keinen Sinn, dass die sterben. Ja, Bruder, hilf's mal, guck doch mal. Alter, die sind ja komplett aufgeschlitzt. Was ist mit dir? Ja, ich weiß. Oder wie willst du die auch so wiederholen? Was ist mit dir, Hisbaden? Ja, ich weiß, das macht keinen Sinn. Ich hab schon lange Leichen reingepackt, Bruder, Hisbaden. Ich hab keine dabei. Hast du welche? Nee, dann schmeiß die in den Straßenrand, weiß ich nicht. Hab ich welche? Aber was ist mit den Rettungsdienst? Warum ist der so scheiß besetzt? Also der eine Typ, der mal ein bisschen geflickt bekommen, nur ist alles zu aufgegangen, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Oder? Ja, also, ja. Du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ach, VU. Natürlich, die Faust haben VU geworben bei der Flucht. Ja. Rettungsdienst ist nicht anwesend, also doch, da ist ein Anwärter und Dienst, nichts darf und ja. Ja, super. Ja, natürlich scheiße. Aber hören wir jetzt auf, das macht keinen Sinn. Na, ja, sind nicht mehr zu retten oder was? Ich guck dir den mal an, ich hab nichts zu verbinden. Ach du Scheiße. Ja, wie schnell waren die denn, die Jungs? Ja, 370 ungefähr. Ja, aber seine Überlebenschance natürlich auch irgendwie hoch, ne? Fast gleich null. Naja. Vor allem, der hat ja gar kein Volumen hier im Körper drin, der ist ausgelaufen wie ein Schwamm. So, also nicht wie ein Schwamm, wie ein Schlauch, wo man alles rauslaufen hat. Ne? So, weißt du, ja. Ich mein? Naja. Naja, schon klar. Hast du immer deine Taschen rein, zufällig? Nee, noch nicht wahr. Ich mach kurz noch einmal hier und dann geh ich weg, dann kannst du kurz gucken. Ja, ich guck mal, vielleicht krieg ich nur so schon. Benny's. Der ist auch rein. Der ist reingegangen. Ich bin am Eingang von dieser
Karte von dem komischen Löcher. Ja, das ist ein Bett da rein, oder mal TP war. Ich würde sagen, wir setzen ihn kurz ab und dann guck mal, der rennt hinter uns jetzt. Ich würde sagen, rennt auf die Bahngleise zu Assistance. Lass uns auf der Straße runter, probieren wir ihn auszutackeln. Ja. Ich hab keine Bibik dabei, scheiße. Ja, wir gucken mal, wer die Person ist. Lamp mal schnell einfach hier. Du musst einfach nur mit den Kufen runter, wir steigen aus und dann kannst du wieder hoch. Ja, ganz schnell einfach. Warte. Ich lauf rechts rum ins Gebäude, ja. So, runter. Raus. Ich lauf rechts rum, ja, ich bin auf rechts, ja. Hoch mit dir. Ich lauf rechts rum. Ja, ist jetzt im Assistance drinne. Guten Tag, Polizei! Guten Tag! Na schön! Grüße! Warum sind Sie denn dahin gerade auf dem Dach gegenüber auf der Reklametafel so rumgehüpft? Ich bin auf dem Dach gewesen, weil ich geguckt habe, was hier drüben los ist. Ich habe eure Person-Helikopter gesehen, weil ich ein bisschen Schiss. Und weil ich hier arbeite. Na, konnte ich jetzt die Person gucken, was sie zusammen hat, zu sagen hat, zu Sachverhalt hat. Ich nehme dich mit dem Waffenholster, auch wenn das jetzt leer ist, aber mit dem Waffenholster hier rumlaufen und dann auch noch hinter einem Dach stehen, hinter so einer Reklametafel, dann scheint das für uns gerade ein bisschen auffällig. Das ist richtig, das verstehe ich vollkommen, aber ich würde das auch gerne ablegen, aber ich habe das Gefühl, es ist angewachsen. Der weiße Mercedes kommt jetzt um die Ecke, nicht, dass ihr euch erschreckt. Wenn ich hier wieder aufwache, ist das wieder da? Ja, somit. Ja, müssen Sie einmal im Kleidungsladen. Achso, okay. Weiß ich Bescheid. Der arbeitet hier, der könnte auch machen. Okay, haben Sie einmal einen Personalausweis für mich? Ja, die Person ist schon draußen, wir haben die angetroffen schon. Okay, Habt ihr den Ja, der ist bekannt, der war vorhin Geisel bei dem Juwelier. Der Funk ist so laut. Also die Personal sind bekannt. Okay. Einmal nochmal wiederholen. An die Wand, okay. Irgendwelche gefährlichen Spitzen oder illegalen Gegenstände, Waffen bei sich? Gar nichts. Wenn Sie damit einverstanden, wenn wir Sie einmal kontrollieren? Lieben gern. Okay. Sie können übrigens das heute auch ausziehen, ne? Das geht schon. Ja, aber das ist wenigstens, wenn ich wieder aufwache, ist wohl da. Ach so. Ja, deswegen muss er das im Kleidungsplan einmal wieder abgeben. Ja, aber die Moment. Deswegen mache ich das gleich direkt. Ich nehme mich ja auch scheiße aus auf der Hose. Das ist richtig. Und dann bitte einmal eben hier einfach an die Glaswand da rangehen. Mit dem Rücken zu mir. Perfekt. Ist ja keine Wand. Ja. Wie man es nimmt, ne? Perfekt, dann her an die Wand. Wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Besten Dank für die Kooperation. Ebenso. Und viel Erfolg mit Ihrem Holster. Auch so einen schönen Abend noch, ja? Danke. Ja, kannst du landen und uns wieder mitnehmen. Wie bitte? Was haben wir denn jetzt mit dir schon wieder? Achso, das war stimmt. Ein Herr an die Wand.